Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim Part 117. Und jetzt zurück nach Azuras Schrein. Denn da werde ich es hinbringen. Und wieder ein lange Ladezeit. Und jetzt hier die Treppen hoch. Was? Böser Drache, böser Drache. Ist nur ein Drache. Eben erst Schild. Stirb. Keine Musik dabei? Komisch. Das war doch ein Kampf. Bekleidung. Was habe ich denn für eine Rüstung? Eine wesentlich bessere. Die nehme ich aber mit. Nur die Drachenschuppen. Dieser Drache kam überraschend. Und ich gehe eine Nummer sicher, dass das gespeichert hat. Ich will nicht den Drachen nochmal töten müssen. Na, jetzt mach schon. Hallo. Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, dem Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Okay. Hier, bitte. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Sie möchte selbst mit euch reden. Okay. Bitte, legt eure Hände auf den Altar. Dann hört ihr ihre Stimme.
Seid gegrüßt, Sterblicher. Okay, seid gegrüßt. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern vor meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Kann man den Stern irgendwie säubern? Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein. Nein. Es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken. Okay. Dort werdet ihr Malets Seele wandern. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Ich bin bereit. Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Okay. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Und jetzt ist es klug, Sanguins Rose zu verwenden. Ich rieche Schwäche. Da seid ihr ja, Schwäche. Wow. Die Ladungen sind mal wieder alle. So leicht tötet ihr mich nicht. Neue Stufe. Gesundheit. Das wollte ich schon immer haben. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Hallo! Ich rieche Schwäche. Oh,
Wer davon ist jetzt der Richtige? Ja. Verdammt mich. Und Ladezeit dauert auch irgendwie lange. Wie krieg ich ihn am besten tot? Sagen wir, unsere Hose ist schon mal gut, aber das reicht nicht. Und natürlich gibt's da keine keine Speichersequenz dazwischen. Azuras, gebt ihn mir. Ich werde Hier bitte. Ich werde mit Azura reden. Azura. Geh das schneller. Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Ja. Ich möchte selbst mit euch reden. Bitte, seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Kann man irgendwie säubern? Der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein. Was? Es bleibt nur eine Möglichkeit. Warum kann man sowas nicht überspringen? Ich werde euch in den Stern schicken. Dort werdet ihr Malens Seele wandern. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Bin bereit. Hab Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Ich werde denn sowas von killen. Wartet. Und wer seid... Dies... Das ist mein Reich. Ich werde es mir nicht von euch wegnehmen lassen. Ein Herausforderer... Da seid ihr ja! Neue Stufe. Gesundheit. Die töten einen zu schnell. Ladezeit, verringere dich. Es ist schwieriger, als man denkt. Azura, noch ein Versuch. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Los! Euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Kann man das nicht irgendwie vorspulen? Ich möchte selbst mit euch reden. Bitte, seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Das höre ich jetzt zum dritten Mal. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen.
Am Ende wird der Stern sich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch bla 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 bla. 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein, es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken. Dort werdet ihr Malens Seele wandern. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Schon lange. Habt Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Meine Anhänger haben mir eine Frist. Wartet. Ich hab das schon gehört. Mit euch. Und wer. Dieses Ra. Das ist mein. Ich werde es mir nicht von euch wegnehmen lassen. Ein Herausforderer. Niemand entkommt. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Ein Herausforderer ist in den... Jetzt! Mann, warum muss immer Slayer sein? Stufe. Okay, sie wollen es nicht anders. Wo bist du, Bogen? Zaubertränke. Zaubertränke, habe ich gesagt. Verdammt! Was sollte das denn? Warum haben wir gar nichts mehr gesehen? Der ist schwerer, als ich dachte. Weil bei meinem privaten Block habe ich das sofort geschafft. Ich würde sagen,
Hier beende ich den Part und das war Let's Play Skyrim Part 117 und bis zum nächsten Part.